Danke. Wir haben mal wieder eine Nachricht erhalten. Das wird sie ja wahrscheinlich eh gleich wieder sabbeln. Flugfeld, okay. Ich habe mir erlaubt, dir einen Platz in der nächsten Maschine nach Saarbrücken zu besorgen. Leichtes Gepäck reicht. Und komm nicht zu spät. Ich warte am Flugfeld auf dich, Skylar. Wo ist denn hier ein Flugfeld gewesen? Da hinten. Ich würde erstmal sagen, wir gehen jetzt und da mal hin und gucken. Was jetzt? Oh, ein Rennen. Aber erstmal zum Schwarzmarkt. Pour la tête de travailler dur. Mal gucken, was wir hier kriegen. Ah, il faut du lourd. So, erstmal die Waffe wieder wechseln. So, können wir hier noch irgendwas? Nö. Nö. Ah, hier können wir tatsächlich. Achso, das war die Munition. Der Terrorflammenwerfer. Wenn du einen deutschen. Hiermit überrascht, merkt ziemlich schnell, dass er noch besser brennt als Bücher. Die Terror-Schrotflinte haben wir mittlerweile auch. Als ich diesem Monster zum ersten Mal gegenüberstand, habe ich mir fast in die Hosen gepisst. Die meisten Männer rennen schon um ihr Leben, wenn sie ihn nur hören. Also hier fehlt uns noch eine Waffe. Und hier auch. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch das Rennen in der Folge hier. Bevor unsere Karre weg ist. Da müssen wir aber ganz schön ein Stück fahren, du. Ich hoffe. Ach so. Obwohl, theoretisch müssten wir da durchkommen, oder? Verstehe nicht so ganz, warum das hier noch grau ist. Wenn wir jetzt tatsächlich nach Deutschland reisen, wird das ja theoretisch auch die Endmission sein. Wie kann man das denn hier noch farblich hinkriegen? Ich hätte ja irgendwie erwartet, dass da noch ein paar Nebenmissionen tatsächlich kommen. Pass und die Reisepapiere. Sofort stehen bleiben! Papiere! Okay, dann mal los.
Ist natürlich nervig, dass wir hier kein Hauptquartier mehr haben, irgendwo in der Nähe. Und die Reise dann immer so ewig lange dauern wird. Was ist das für eine Karre? Alter, den haben wir. Okay. Alter. Franz. Ah, der Ire. Ich habe sie letztes Jahr in Saarbrücken gesehen. Hätten beinahe Dirker geschlagen. Ich habe den Mistkerl geschlagen. Und ich könnte es wieder. Ihr Kampfgeist gefällt mir, Ire. Allerdings ist das hier keine schicke Grand Prix-Strecke. Hier geht's über Land. Ein hartes Rennen für harte Kerle. Dann bin ich hierher goldrichtig. Freut mich zu hören. Wir fahren hier um Schmuggelgut. Schaffen Sie Ihre Karre zum Start. Von uns aus kann's losgehen. Na denn? Und man sieht sich! Okay, relativ kleine. Wenn jetzt nicht ganz was Schlimmes passiert, dann haben wir das Ding auch in der Tasche. Wir haben's. So, hopp. Ich habe keine moralischen Bedenken, diese Schwanzverlängerung gegen eine Wand zu fahren. Silberklaue 2. Ist das die Silberklaue 2? Ja, dann haben wir. Haben wir, okay, sehr schön. Wenn wir dann hier sind, würde ich gerne noch ein bisschen Stress machen. Die letzten 10 Minuten.
Aber waren wir hier nicht... Oder sind die Bahnhöfe hier alle ähnlich? Ach, da war ja noch ein Turm. In der Ferne. Oha. Was geht denn hier ab? Okay. Das war's. Wow. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt aufwachen. Hier. Am Arsch der Welt. Psst. Schwor des Arm. Das ist natürlich, das ist jetzt extrem nervig. Ich meine, storymäßig verstehe ich es irgendwo. Aber warum kann Sean nicht irgendwo noch ein Versteck haben? T'en as marre de ton vieux modèle, c'est ça? Mal irgendwie dahin schaffen? Keine Ahnung, ey. Das ist natürlich ärgerlich jetzt, ja. So ewig weit wieder zu fahren. Ingenieurskunst trifft irischen Starrsinn. Tschüss.
Ach, ich habe mich jetzt genau wieder dahin gebracht, wo wir eben schon gestorben sind. Okay. Das melde ich lieber. Stopp! So. Am besten mit einer Bazooka die ganze Sache angehen, wa? Ey, war das nicht hier? Ah, hier. Panzer 1. Wo ist Panzer 2? Haben wir den doch noch weggekriegt? Und hier war doch auch das Geschütz. Alles weg. Was zur Hölle? Auf, obwohl, Waffen brauche ich erstmal nicht. Ah ne, das ist ja nicht zum Reinwerfen diesmal. Ich wollte, wenn das unterirdisch gewesen wäre, hätte ich da nur eine Granate in die Ofen. Sehr gut. Eine Minute haben wir noch theoretisch. Ich hätte es noch cool gefunden, wenn man für Schmuggelgut wie, ähnlich wie in GTA, sich irgendwelche Unterschlüpfe noch hätte kaufen können. Weil jetzt immer so durchs halbe Land zu reisen, um dann hierher zu kommen, ich meine, es dauert dann vielleicht nur 3 Minuten oder keine Ahnung, vielleicht weniger, dann ist doch schon wieder so ein Ding, oder? Okay, doch nicht. Dachte, wir wieder zum Vogelschießen. Komm her, du Penner! Oh shit.
Das machen wir jetzt noch schnell in der Folge. Mit etwas Glück ist jetzt keiner mehr beim Panzer. Und die Gischte. Gut. Dann machen wir hier in der nächsten Session wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.